Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Mit dem heutigen Tag erhält eine neue Panzerreihe Einzug ins Spiel, die sogenannten Yo-Panzer. Wenn man sich die Fahrzeuge mal genauer anschaut, könnte man meinen, dass mit der Einführung dieser Panzerlinie World of Tanks jetzt endgültig dem Untergang geweiht ist. Es sind Fahrzeuge, die das Prinzip eines Hulldown-Panzers endgültig auf die Spitze treiben. Ja, der Turm auf ein Minimum reduziert, zumindest wenn man von vorne schaut. Sieht übrigens aus wie so ein dummes Gesicht. Ja, Weak Spots, bis auf hier oben eine kleine Turmluke, Fehlanzeige. Dazu noch gute Mobilität und gute Feuerkraft. Was braucht der Panzer noch oder was steht dem Panzer im Weg, um jetzt endgültig die Weltherrschaft zu übernehmen? Dazu kommt noch eine neue Mechanik, die es dem Panzer erlaubt, hier mit der doppelten innenlaufenden Kette hinten um die Räder trotzdem mobil zu bleiben, wenn eine Kette abgeschossen wird. Und man könnte meinen, dass dieses Fahrzeug sich somit wie eine Lawine über die Berge stürzt, über die Berge der Gegner und durch nichts aufzuhalten ist. Soweit zumindest meine Eingangsthese. Ich möchte in dem Video diese Panzer das erste Mal testen und anspielen und schauen, ob sich diese These bewahrheitet. Ich hoffe nicht. Bevor ich mit dem Gameplay starte, noch ein, zwei Gedanken vornweg. Zum Ersten, diese Fahrzeuge kommen ohne Testserver ins Spiel. Ich weiß nicht warum, ich kenne die Gründe nicht. Man könnte hier vielleicht spekulieren, dass WG irgendwie die Panzer unbedingt im Spiel haben will, ja, und der Zeitrahmen drückt. Ich weiß aber dann nicht warum, zumindest keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab bei anderen Panzerlinien, aber hier zumindest kein Testserver. Vom Konzept direkt ins Game. Naja, will ich jetzt erstmal nicht werten, aber finde ich ein bisschen komisch. Zum anderen, diese neue Yo-Panzerreihe sind Panzer, die das Hulldown-Spielprinzip fördern. Das heißt, starke Oberwanne, sehr starke Turmpanzerung, kaum Schwachpunkte irgendwie am Turm oder wenn die Panzer Hulldown stehen. Und das sind eigentlich genau die Fahrzeuge oder das Spielprinzip, was momentan im Spiel jedem Spieler einfach nur zum Hals raushängt. Niemand braucht oder möchte Panzer haben, die Hulldown kaum oder nur sehr schwer zu durchschlagen oder penetrieren sind. Ja. Andererseits muss man das Ganze auch aus Wargamings Perspektive betrachten und verstehen, dass WG halt auch versucht, Panzer einzuführen, die A, für den Durchschnittsspieler gut spielbar sind, B, gebalanced sind, also jetzt nicht krass OP sind, und sich C halt irgendwie gut ins Spiel einfügen und attraktiv sind für den Spieler. Und es ist zum einen bei dieser Panzerreihe klar, diese neue Kettenmechanik, aber zum anderen halt auch diese kranke Turmpanzerung oder halt verbunden mit dem Aussehen mit dazu. Ja, also es ist für Wargaming da nicht einfach, das ist dieses Dilemma zwischen OP-Panzer oder Hulldown-Panzer, die schlecht zu bekämpfen sind, aber trotzdem halt irgendwie brauchbar sein müssen. WG muss meiner Meinung nach vorsichtig sein, dass sie vielleicht mehr Fahrzeuge ins Spiel bringen, die irgendwie anders gut gespielt werden können und nicht primär auf Panzerung bauen. Okay, das noch von weg. Let's go. In diesem Video werde ich die Panzer der Stufe 8 und aufwärts spielen. Stufe 7 und Stufe 6 interessiert mich jetzt weniger. Beachtet bitte, dass das Video ein erste Eindrücke-Video ist. Das heißt, ich fahre die Panzer zum ersten Mal, teste sie aus und gebe so meine ersten Gedanken dazu ab. Ich werde später nochmal, nachdem ich die Panzer alle ausgiebig getestet haben werde, ein Fazitvideo dazu machen. Interessant ist, dass die Fahrzeuge mit jeweils zwei Kanonen ausgestattet sind, zwei Top-Kanonen, zwischen denen man auswählen kann, jeweils eine Medium- und eine Heavy-artige Kanone. Beim 8er sind das hier eine 90mm mit 240 Alpha und respektabler DPM und eine 105mm mit 320 Alpha, aber dafür etwas längerem Reload. Also man muss gucken, wie man selber drauf ist oder wie man das Fahrzeug einschätzt und dann schauen, welche Kanone besser zu einem passt. Ich denke, bei dem 8er passt auf jeden Fall die 105mm besser, für mich zumindest, weil der noch nicht besonders schnell ist und ja für so einen langsamen Panzer so eine mediumartige Kanone wenig Sinn ergibt. Leider sind die Panzerungswerte auf Tanks GG noch nicht aktualisiert, deswegen nehme ich hier das Wargaming-Video als Grundlage. Ihr seht schon, Panzerung hat der 8er eine ganze Menge. An der Wanne 165 Unterwanne, das ist eine ziemlich starke Unterwanne, wenn man so möchte, ist aber hier ganz klar der Weak Spot. Was mir auffällt direkt, es ist eine sehr kleine Unterwanne, das heißt, jeder kleine Schutthaufen, irgendwelche kleinen drei Kieselsteine übereinander gestapelt, werden schon ausreichen, um diese Unterwanne irgendwie verstecken zu können. Oberwanne sieht hart aus. Ich weiß nicht, mit welchem oder unter welchem Winkel hier diese Panzerungswerte 245 bis 280 sind, aber ich nehme an, hier vorne 245, hinten 280 oder nur wenn er nach hinten gewinkelt ist. Bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest Oberwanne sieht sehr, sehr stark aus. Sehr grenzwertig für Stufe 8.
Denn eine Kanonenblende scheint kein Weak Spot zu sein, ungefähr 285, okay, fair. An der Seite hinter den kleinen Viewports hier oder den Optiken gibt es so kleine Einkerbungen. Das sind wahrscheinlich Weak Spots, aber gut, die zu treffen, ja, good luck. Und der Turm an sich oder zumindest hier die obere Seite, weiß nicht, inwieweit ich dem Video jetzt hier trauen kann oder wie genau das ist, 300 mm oder mehr. Ja, das ist natürlich fair. Dazu noch eine Turmluke, die aber nur sichtbar ist, wenn man die Gun Depression nicht nutzt. Ne, man steht jetzt hier auf ebener Fläche, das heißt auf gleicher Höhe wie das Fahrzeug. Sobald das Ding irgendwie an der Schräge steht, ist die Cupola weg und dann ist das ein richtiges Hold-On-Monster. Uiuiui. Den Achter fahre ich gerade mit einer Härtung, einem Stabi und einem Ansetzer. Sobald man sich die Feldmodifikation freigeschalten hat, kann man vielleicht auch einen Turbo im Mobilitätsslot versuchen. Mit Stabi und Ansitzer oder vielleicht auch eine Lüftung. Ich weiß es nicht, aber die primäre Stärke dieses Fahrzeugs ist die Überlebensfähigkeit und die wird durch eine verbesserte Härtung erweitert oder verbessert, nochmal weiter ausgebaut. Ja, meine Herangehensweise beim Equipment oder jetzt bei diesen Fahrzeugen hier. Ja, Turmpanzerung ist natürlich krank, wie ich gerade festgestellt habe. Deswegen würde ich sagen, ich bunkere mich ja einfach mal irgendwie ein und guck mal, ob die Gegner Bock haben, den Bunker irgendwie zu bekämpfen hier. Es ist so finster, wenn man hier so steht. Ich meine, die sehen zwar die Luke wahrscheinlich, ne? Aber was sehen die von der Luke? Einen halben Pixel? Ja, und jetzt hier mit weit über 250 mm effektiver Panzerung rumzustehen, ist natürlich spannend, ne? Okay, erstmal keine offensiven Gegner, die hier ankommen. Wir haben auch Leute auf der Brücke. Das heißt, ich werde versuchen, mal die Brücke zu oder unter der Brücke zu pushen. Ah, nevermind, jetzt kommt den Chrysler an, aber passt. Mobilitätstechnisch, ihr seht schon, ne, 39 Berg runter, gerade so ein bisschen auf, gerade so auf 40 gesprungen. Also besonders schnell sind die jetzt nicht, wenn man es jetzt mit Mediums oder so vergleichen möchte. Aber das ist auch gut so. Ne? Sehe das nicht als irgendwie als große Kritik an Wargaming. Warum ist mein Panzer so langsam? Er hat ja nur Turmpanzerung von einem Stufe 10 Panzer. Das ist gut so, dass ein Panzer auch langsam ist. Der gerade geschossen? Ja, hat er, ne? So, versucht ihn zu tracken. Gunnerling ist nicht das Beste, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, die Kanone ist jetzt nicht so gut wie beim Renegade, was ich mal sagen würde, somit die obere Messlatte ist unter den Achter Heavies. Aber es ist nicht verkehrt, sage ich mal. Was macht er da? Was sind das für Positionen hier, bitte? Interessant, interessant, interessant. Dein Heck guckt raus am X, merkst du das? Ja, ich würde sagen, wir überfahren diesen Chrysler hier mal. Ich weiß gar nicht, ob der eine Chance hatte, mich frontal zu penetrieren mit seinen 190 Durchschlag oder was er hat, 200 Durchschlag. Zumindest nicht die beste Wahrscheinlichkeit oder die höchste Wahrscheinlichkeit, mich dazu zu killen, ne? Ist natürlich schwierig, ne, wenn Wargaming neue Panzer ins Spiel bringt, das, was ich gerade angesprochen hatte hier im Vorfeld. Die Kanone ist jetzt definitiv nicht die beste auf Stufe 8, ne? Bei weitem nicht. Aber sie ist das, was einen Achter Heavy mit so viel Panzerung und, sage ich mal, noch brauchbarer Mobilität haben sollte. Genauso sollte eine Gun dann aussehen. Ne? Weil wenn diese Überlebensfähigkeit, diese Tankiness eine große Stärke ist, dann sollte die Feuerkraft nicht auch noch eine der großen Stärken eines Panzers sein. Und deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man hier beim Gunhandling ein bisschen Abstriche machen muss. Finde ich top in Ordnung. So, ihr seht schon, High Down. Ja, da kann selbst der King auf Tier 8, der Skoda T56, wenig machen. Ich kann mich ja einfach entspannt hinstellen und er hat nicht wirklich eine Chance, mich da zu pennen. Das kriegt er da von oben vom Garde und dem anderen Kollegen. Ich gehe mal kurz Kinder, ich glaube, da müssen wir hier den Rückzug antreten. Er hat gerade zweimal geschossen. Lädt also nach. Alright, Team nimmt den raus. Ja, und jetzt back to base hier. Schleunigst zurück. Ich finde ja lustig, dass der AMX da drüben die Position halten kann. Was ist denn das, bitte? Ich habe da jetzt schon ein paar Mal Leute spielen sehen. Besonders schneller Weg zum Wasser, falls es mal zu brenzlig werden sollte, oder wie? Einfach 2 Meter rückwärts und zack. Was mir definitiv auch beim Fahren auffällt, ist dieses Fittikau, was hier oben so hängt. Das hängt die ganze Zeit so im Sichtfeld. Ist man nicht gewohnt, oder fällt mir gerade auf. So leicht stürmt. Ich will nicht meckern. Ist bloß eine Sache, die mir auffällt. Er ist wahrscheinlich ein... Es ist ja doch mit der Hand bedient, ne? Das ist nicht ferngesteuert. Okay. Gut, irgendwie bloß komisch angepinnt da vorne mit der Halterung. Ja, 3 Minuten später bin ich auch angekommen in der Basis hier.
Wir versuchen jetzt hier Haldown da die ganzen Gegner in Empfang zu nehmen. Ist natürlich eine gute Karte für den Panzer. Man kann sich hier schön einbunkern. Und dann sollen die Gegner mal zeigen, was sie haben. Ganz gerne mal hier Schuss nach rechts machen, Pantera. Könnte getroffen haben. Jupp, der hat auch getroffen. Stehe safe hinterm Stein. Mich sollte niemand beschießen können. Passt also. So Leute, da hinten, die geben sich immer noch mit diesem AMX ab. Ey, was ist das bitte? Tja, Weakspot. Na, das ist er. Das ist genau der Tank Haldown. Da ist nichts mit Weakspot. Zumindest nichts mit durchschlagbarem Weakspot. Ah, hätte ich fast getroffen, ein Weakspot. Aber okay. Jetzt müssen wir schauen, dass sich nicht alle vielleicht umdrehen, sondern dass wir hier ein, zwei Leute immer noch oben haben und die Gegner einfach Haldown in Empfang nehmen. Das sieht gar nicht allzu schlecht aus. Ich hoffe mal, dass sich unsere Leute hier oben ein bisschen zusammenreißen. Dann würde ich nämlich hier unten an die Ecke fahren und ein bisschen tanken und unseren Leuten da oben die Möglichkeit geben, mit reinzuschießen. Hab allerdings nicht allzu viel Zeit, weil die Gegner gleich von hinten mit einrücken. Jawohl. Ich glaube, Schuss kann ich noch machen, dann muss ich weg hier. Obwohl, sind alles One-Shots oder Low-HPs. Der springt gleich runter hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt so smart war. Na gut, dann müssen wir die beiden hier rauspushen. Geht jetzt nicht anders. Trust the armor. Oh Gott, eine nicht vorhandene Hitbox da getroffen. Panzerung ist schon krank, Alter. Ich hatte jetzt Premium, deswegen konnte ich ihn relativ gut pennen, aber trotzdem. Panzerungstechnisch geht da schon einiges, ne? Ah ja, ja, jetzt haben die sich ja alle runtergeschmissen vom Hügel, oder wie? Jungs. Ah, schade, du. Das hätten wir noch schön ausspielen können, aber leider, unsere Leute hatten zu wenig Geduld. Haben mich oben gechillt. Schade. Na gut, das war's. Right, ja, das hätte man besser machen können, Jungs. Aber da waren die Leute zu ungeduldig. Also was mir auffällt beim 8er, Panzerung sehr effektiv, wirklich sehr, sehr stark. Haldown und dieser kleine Weakspot, aber sobald man die Gun Depression nutzt, ist der nicht mehr existent. Kanone macht einen brauchbaren Eindruck, nicht die beste, nicht die schlechteste, genauso sollte es sein. Mobilität, jetzt nicht so langsam wie einen VK 101, also wie so die langsamsten 8er Heavys, aber natürlich auch bei weitem nicht der schnellste. Ich denke, auch genau so sollte es sein. In der Hinsicht auch nicht verkehrt. nice Team. Letztendlich natürlich stark mit seiner Panzerung, aber ihr seht, wenn er überrannt wird, kann man wenig machen, ne? Weil niedrige DPM oder vergleichsweise niedrige DPM, viel wirst du da nicht machen können, solange wirst du dich da nicht halten können. Trotzdem, mir macht die Panzerung ein bisschen Sorge, weil genau das, was ich am Anfang angesprochen hatte, das Fahrzeug buddelt sich irgendwo Haldown ein und du kriegst es nicht ausgegraben. Davon brauchen wir nicht mehr im Spiel. Diese Panzerungsbilder hier sehen absolut lächerlich aus, wie so ein Bilderbuch von meinem Sohn, ja, so genau so sieht das aus, daran erinnert mich das gerade. Gut, die Panzerung vom 9er sieht auch nicht besonders schlecht aus, aber ich sehe schon hier zwei Weakspots oder zwei große Weakspots, die einfacher zu treffen sind als beim 8er zumindest. Der 9er hat jetzt auch als erstes einen Wiege- oder Neigeturm. Das heißt, man wird die Cupolas immer einschießen können, weil nicht die Kanone vorne bewegt sich, sondern der komplette Turm bewegt sich. Das ist schon mal gut. Also ein wirkliches Haldown-Monster kann dieses Fahrzeug mit diesen zwei großen Turmluken dann nicht werden. Oder zumindest kein übertriebenes Haldown-Monster. Turmpanzerung kann sich dennoch sehen lassen, ja, hier die Steuerung oder die Aufnahme des Turms, 320 mm, das ist fett, über 330 mm hier an den Stellen, okay, kann man machen als 9er Heavy, hier oben noch diese kleinen Öhrchen oder die kleinen angewinkelten Platten da, alright, Oberwanne 270, ist auch krass, ne, auf den meisten Karten gibt es hier überall diese kleinen Schutthaufen und sobald man halt mit dem Fahrzeug da auf so kleine Schutthaufen drauf fährt, gerade so, dass es die Unterwanne versteckt und dann die Oberwanne nochmal effektiv anwinkelt, ist man ja für 9er fast unpenetrierbar halt auch. Ne? Also panzerungstechnisch sieht schon brutal aus. Aber die Cupolas gefällt mir sehr. Schön, dass Wargaming auch an Weakspots gedacht hat. Der 9er hat auch wieder zwei Kanonen, eine 105er und eine 120 mm.
Ich sehe gerade eine 105 mm auf einem 9er Heavy mit 320 Alpha. Ich glaube, das willst du heutzutage nicht mehr spielen, ja. Dafür leben wir zu sehr in einer Alpha über DPM-Meta, sage ich mal. Also, ja, keine Ahnung, ich teste die wahrscheinlich mal, aber sieht mir erstmal wenig vielversprechend aus, ja. Genauigkeit ist nicht besonders gut. Pen ist, ja, super eigentlich für einen 9er, aber auch DPM sieht mir nicht besonders gut aus hier, ne. Was ist mit 2300 DPM mit 320 Alpha? Ich glaube, das kann man sich knicken. Aber die andere 120er sieht auch nicht wirklich so viel besser aus. 2,5 Sekunden Aimtime, DPM noch schlechter. Durchschlag, naja, ist okay. Also für 9er gut, aber für heutige Verhältnisse, sage ich mal, nur noch okay. Ja, weiß ich nicht. Also feuerkrafttechnisch scheint der 9er nicht wirklich zu überzeugen. Und dann noch mit den beiden Weakspots oben auf dem Turm drauf. Müssen wir gucken. Bin gespannt. Der 9er sieht so ulkig aus. Ey, das ist der Wahnsinn. Hier ist natürlich der Verwandte, der M4Y. Ich weiß nicht. Sind das die gleichen Wannen? Nee, warte. Jawohl, sieht sehr ähnlich aus. Ja, die Front sieht ein bisschen anders aus. Zumindest, ja, sehen äußerst ulkig aus, diese Panzer. Beim 9er, denke ich, wird die Turmpanzerung lange nicht mehr so stark oder stark nutzbar sein, weil es hier zum einen zwei Cupolas sind, die zum anderen noch größer sind. Und dazu kommt noch, dass es ein Wiege- oder Neigeturm ist. Das heißt, man würde die Cupolas nicht wirklich verstecken können, gerade wenn man die Gun Depression nutzt. Bin ich mal gespannt, ob die Kanone das irgendwie rausreißen kann. Oder ob vielleicht die Mobilität jetzt so überragend ist. Ja, Gunhandling kann ich gleich sagen. Ist in Ordnung, aber nichts, was wir noch nicht haben auf Stufe 9. Ja, wenn die Geschwindigkeit ist okay. Na, ich fahre wieder mit einer Härtung, mit einem Stabi und mit einem Ansetzer. Kein Turbo verbaut hier. Trotzdem Mobilität ähnlich wie beim 8er. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen fixer. Ja, hier um die Kurve geht er relativ zackig. Passt, Beschleunigung ist in Ordnung. Ah, M4Y ist nicht geeignet hier für die Posida, weil er hat natürlich oben seine Turmluken, die immer rausgucken. Ich glaube, ich bin vielleicht mit meinem Tankchen ein bisschen besser dran. Okay, der Shot war ein bisschen lost. So, mein Kollege. Irgendwie hänge ich gerade fest hier vor mir. Weiter geht's nicht. Hier hinten steht ein Skorpion und ballert auf mich. Aha. Wahrscheinlich an dieser Ecke dort, ha? Okay, ich kann seine Wanne da, seine Luke da anscheinend nicht pennen. Immer noch eine sowjetische Luke. Ihn kann ich pennen. Ey, ein Schuss Schaden gemacht. Wuhu. So, jetzt natürlich, ne, sobald man nicht schießen kann. Turm nach hinten. Turm nach hinten, ne? Und dann versteckt man die Luken. Aber, obwohl, ich sehe gerade, so 100% verstecken kann man die, glaube ich, nicht, ne? Die würde ich jetzt gerne noch beschädigen. Eieiei, entspann dich. Du kriegst ja auch, du. Waffenträger? Gib ihm. Ah, er prallt ab. Bitte. Sehr gut. Ich lade mal Heat, da kann ich ihm einfach durch die Oberwanne schießen. Das dauert mir ja alles ein bisschen zu lange. Feld scheinen wir auch zu verlieren. Schauen, dass wir hier irgendwie vorankommen. Skorpion hat. Ja, mein irgendwie blockierter Panzer da, wenn ich da hochfahren möchte. Hat. Dann hier einmal Oberwanne. Zack. Noch ein Schuss und dann ist er raus. Sehr gut. 10 Jahre später, Mann. So, Skorpion, möchtest du nochmal schießen? Skorpion hat jetzt auch auf ABCR gewechselt. Na dann. Na komm, hau mal drauf hier. Ah, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Mann. Ja, okay, ein 263 halt down, das bringt gar nichts, da müssen wir nicht weiterfahren. Komm, T10, lass dich zurückfallen. Wir haben auch an unserer Basis andere Sachen zu tun. Ah, oh, thank you, Alter. F4 wollte ich, zack. Den 263er werden wir da nicht wirklich rauskriegen. Der steht da eingebuddelt. So, wie wäre es mit einem Flankenwechsel? Ich sehe gerade, dass die Gegner niemanden an der Ecke da hinten haben. Dann würde ich ja fast mal behaupten, dass wir hier vielleicht spielen können, an dieser Ecke. Jawohl, Schuss an ihn. Jawohl, gut aufgepasst. Und jetzt von hinten Druck machen hier. Vielleicht kriegen wir das 257 raus. Ich biege mal ganz frech fix aufs Feld rüber. Jawohl, 263 biegt mit ein hinter uns. Hat. Sehr schön.
Ja, man könnte jetzt natürlich drüber nachdenken, zu flankieren hier, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde auch drüber nachdenken, einfach weiterzufahren, weil Base scheint sich erstmal irgendwie zu halten. Oh, der ist gefährlich. Also Kanonen-Performance, muss ich sagen, ist definitiv nicht die beste. Gunnling ist okay. DPM ist okay. Genauigkeit ist auch okay, ne? Aber nichts Überragendes. Aber das ist auch wieder gut so, ne? Nicht falsch verstehen. Oh, der ballert da weiter blind. Bin mir nicht ganz sicher, ob das 263 vielleicht hier auf dem Weg ist. Ganz genau, da ist er. Ja, gut. So, 263 schießt man da durch. Nicht ganz getroffen in den Weak Spot, aber passt. Das sieht so albern aus, Mann, dieses Fahrzeug. Das sieht einfach so albern aus, ey. Neben der Kanonenblende durch. Ja, dieser Baum macht es auch nicht gerade einfacher hier vor uns. Oh, wie hat er den gemacht? Ah ja, einfach durch... Ah, da an der Seite dran. Verstehe. Ja, guter Schuss von ihm. Nicht schlecht. Sehr guter Schuss von ihm. Oh, jetzt ist der andere auch noch aufgerückt. Ja, jetzt muss ich mich definitiv rausziehen hier. Uncool. Ah, das spielt mit der kleinen Kanone hier. Okay. Also ihr seht schon, dass das, was ich angesprochen hatte mit dem Wiegeturm oder dem Neigeturm... Ah ja, hinter mir. Okay, jetzt habe ich überhaupt nicht mehr aufgepasst zum Schluss. Also sobald man die... Ja, sobald man praktisch Kanone auf den Gegner richtet, wird man sofort hier oben penetriert. Oder auch in diesen kleinen Ports. Ne? Da hat mir das Objekt zweimal durchgeschossen. Alright, gut. Aber es sind auch 340 Pen. Sag ich mal, ist jetzt nicht der Durchschnittswert, ne, unter den Tier 9 Panzern. Aber mich beruhigt es zu sehen, dass die Panzer Haldauen oder der 9er hier Haldauen zu bekämpfen ist. Ja, und nicht direkt immun ist, wie das so einige andere Panzer sind. Die fahrende Erdbeere mit einer Kanone im Mund. Ja. Turmpanzerung beim 10er, brutal. Also ja, brauchst du nicht draufschießen frontal. Ne? Vielleicht hier mit ganz viel Pen dieser Kanonenring oder der Ring um die Kanone. Aber ja, ich meine, das ist ja ein Autobauenswinkel frontal praktisch. Das ist ein einziger Autobauenswinkel, dieser stromlinienförmige Turm. Cupola oben, das ist wieder ein Neigeturm. Das heißt, sobald man die Kanone irgendwie nach oben oder nach unten nimmt, der Weak Spot wird zu sehen sein. Muss es halt dann wie beim Kranwagen machen, wenn man nachlädt, den Turm immer nach hinten nehmen, um diese Luke da oben irgendwie zu verstecken. Ich sehe gerade, diese Aufnahme vom Turm ist deutlich dünner als beim Stufe 9 mit nur ungefähr 260 mm. Aber ich meine, gut, wenn man halt down steht, ne, das sind sehr kleine Ziele und wenn man guckt, wo die Kanone ist, also das wird wahrscheinlich kaum rausgucken, wenn man jetzt an einem Hügel irgendwie groß halt down spielt. Bin ich mir nicht sicher, aber das sieht auf den ersten Blick erstmal weak aus. Ne? Auch hier vorne gibt es diese kleinen Augen, wird gerne mal erfahren, wie dick das ist. Ähnliche Farbe wie hier, also wahrscheinlich so um die 260. Vielleicht mit Standard-Muni, einer von drei geht durch, mit Premium-Muni geht da wahrscheinlich jeder durch, aber man muss diese kleinen Ports da halt auch erstmal treffen, ne? Die Wanne sieht jetzt nicht mehr ganz so stark aus, wenn ich mir das hier richtig anschaue. Hat auch hier oben diese beiden seitlichen MGs für Weak Spots. Ja, Unterwanne, obwohl die ist immer noch stark. Also da werden schon Achter teilweise strugglen, da zu durchschlagen. Aber trotzdem, ja, man muss halt Haldown spielen, muss gucken, dass man seine Weak Spots irgendwie durch gutes Manövrieren des Turms oder der ganzen Wanne schwer zu treffen macht. Aber sieht man auf den ersten Blick jetzt weniger OP aus, als ich dachte. Und auch der 10er hat wieder zwei verschiedene Kanonen zur Auswahl. Jetzt hat man hier die Wahl zwischen der 105er mit 360 Alpha, mit hervorragender Pen, Genauigkeit, amerikanisch typisch schlecht, guter Aim-Time, DBM ist ja respektabel, aber jetzt nicht krass geil. Oder eine 120mm mit 440 Alpha, 252 Pen. Ich denke, das passt schon eher hier zu dem Fahrzeug. Obwohl, beim 10er würde ich am ehesten überlegen, vielleicht auch mal die Medium oder die kleinere Kanone zu verwenden, wenn man so möchte. Weil man da halt einfach von der Mobilität am meisten Gebrauch machen kann. Ja, und zu einem langsamen Panzer passt meiner Meinung nach auch immer eine langsame Kanone besser. Ne? Also langsame Kanone, eine mit mehr Alpha, die langsamer schießt. Oh mein Gott, das sieht so ungewohnt aus, so falsch aus, möchte ich meinen. Lustige ist halt auch, ne, du hast nicht wirklich eine Seitenwanne, wenn du so stehst, nur der Turm rausguckt, da ist nichts
Sorry. Der ist nichts mit Wanne oder so, ne? Da ist einfach nur diese kleine Halterung am Turm und erst einen Meter drunter kommt die Wanne. Also, mal gucken, ob man das hier irgendwie ausnutzen kann an gewissen Positionen. Ja, ihr seht schon, die Mobilität ist anders als, oder um einiges besser als beim 8er. Und auch beim 9er. Hab natürlich jetzt aber auch den Turbo drin. Aber trotzdem, Mobilität ist nochmal was anderes oder schon mal was anderes. Ja, okay, da lauert ein 260er an der Ecke. Weiß gar nicht, inwieweit ich hier groß sidescrapen kann. Sonst würde ich nämlich einfach mal gerne hier durch dieses Tor fahren oder durch diesen Bunker hier, wie auch immer. Bin aber komplett allein, darf ich nicht vergessen. Und CS63. Zack, ja, Gunnerling ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Da hinten kämpft ein Stritzwagen. Okay, gut. Dann spielen wir diese Flanke nicht. Wargaming schafft es immer wieder, egal wie verwinkelt eine Karte ist. Irgendeine Dumbo-Camper-Position muss es immer geben. So, kann ich vielleicht hier über den Bunker drüber schießen? Mal gucken. Nee, auf keinen Fall. Okay, mit Heat, durch die Wanne. Natürlich. Da prallt er nett ab. Okay, er nutzt da diesen Busch. Hat er sich da einen Baum umgelegt oder wie? Aber er wird erst immer nach seinem Schuss aufgehen. Interessant. Interessant. Viel AP hat das Ding jetzt auch nicht mit 2270. Aber gut, ist ohne... Ja, ja, letztendlich wie ein E5. Ich frage mich gerade, kann ich denn hier dem Stritzwagen gegenüber safe stehen, wenn ich hier außen lang fahre? Und diese Waggons da nutze oder was da auch immer noch steht. Dieses ganze andere Gestrüpp hier halt nutze. Ja, hier vielleicht die Container, ganz genau. Okay, haut mir wieder direkt durch hier. Ah, jetzt hat er nur die Kette getroffen. Ich kann trotzdem weiterfahren. Ich glaube, ich lade sogar schneller als er, ne? Nee, okay, nicht ganz. So, jetzt... Warum steht das Fahrzeug jetzt? Achso, er hat mir nochmal die rechte Kette abgeschossen. Also praktisch die Behelfskette abgeschossen. Ja, und dann steht das Ding. Okay. Verstanden. E4? Hat er uns bemerkt hier drüben? Schaut er mir nicht danach aus. Nevermind, hat er. Okay, 260 fuhr er gerade in den Weg. Alles klar. Ich würde gerne versuchen, diesen Schuss hier vom Stritzwagen zu blocken und dann weiterzufahren. Stritz, hast du Bock? Na komm, schieß. Jawohl. Off. Leck mich, du. Da willst du nicht zurückschießen. Gut. Ah, die Gegner gehen jetzt durch die Mitte durch, deswegen ist das 260 da auch rumrotiert. Verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt hoffe ich mal, dass sich der E3 hinter mir nicht wegschmeißt. Gut. Ne, da stehen 430 U und Objekt. Ne, 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 ne. Ich kann nicht über den Bunker drüber schießen, ne? Das ist die gleiche Bunkerhöhe wie da drüben. Bunker meine ich, Container. Ah, der Super Kong proxiert mich die ganze Zeit. Das ist natürlich jetzt eine Scheiß-Situation und Position hier drüben. Ja, so war das hier nicht geplant, Mann. Ah, der wartet auf mich. Oh, schön, der wurde von hinten genommen. Beautiful. So, mal gucken. Oh, er ist wieder da. Grüß dich. Ah, er ist einfach durchgefahren. Habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Okay. Also im Sidescrape oder so, ne, fühle ich mich nicht allzu selbstbewusst mit diesem Tank. Wir an die AD ran? Ich fahre einfach mal hier in die Mitte rein, ne? Sehr gut, der ist raus. Ich denke, wir müssen versuchen, das 260 hier zu killen. Und dann können wir von der Mitte aus das Ganze hier ein bisschen neu aufrollen. Ah, da ist er. Moin. Ah, will er mich rammen jetzt? Kriegt er die Kurve? Er kriegt die Kurve. Gut gespielt von ihm. Wow, kommt mir aber auch genau in dem Moment entgegen. Unlucko. Unlucko. Naja, also der Bild hat hier auf der Map gar nicht funktioniert. Aber gut, hier geht es nicht um Überlebensfähigkeit oder... hier geht es nicht um Mobilität, sage ich. Hier geht es um Panzerung. Und die hat er nicht, wenn er nicht halt down stehen kann. Okay, also zwei Sachen, die ich gerade aus der Runde mitnehme. Zum einen, wenn das Fahrzeug nicht halt down steht, hat es nicht wirklich gute Panzerung oder wird nicht wirklich viel abprallen, weil alle können die Unterwanne treffen. Und ja, Seitenpanzerung hat er sowieso nicht wirklich. Ja. Deswegen Halldown irgendwie das A und O von den Fahrzeugen. Zum anderen,
habe ich auch gut gemerkt, dass 360 Alpha in so einem Heavy Fire halt einfach gar nichts bringen, ja. Und ich sag mal, das war jetzt nicht die Ausnahme auf dieser Karte, sondern ist schon relativ häufig der Fall, dass man gar nicht die Wahl hat, so als Medium kämpfen. Klar, ich hätte auch ganz in den Süden auf die offene Flanke fahren können, aber ich glaube, dafür bin ich halt einfach nicht Medium genug. Ja, also vielleicht dieses Bild hier nicht die richtige Wahl. Dennoch, ich versuch's nochmal, weil ich glaube, da steckt ein bisschen mehr drin. Gerade hier auf so einer Karte, die vielleicht auch zentral etwas hügeliger ist, wo es nicht nur ein reiner urbaner Kampf ist. Hier ist, glaube ich, gut was zu holen. Gleich in die Mitte, versuchen hier Halldown zu spielen. Der gegnerische M5Y ist auch auf dem Weg in die Mitte. So, mal gucken. Mal gucken, was die Gegner davon halten hier. Moin. Das ist albern, Mann. Das ist einfach nur albern. Oh ja, okay, okay, okay. Ich repariere meine Kette sofort. Ja, komm, du bist gespottet da hinten. Ja, noch keinen sechsten Sinn, oder wie? Under Pressure, ne? Wahnsinn. Ja, versucht den Weak Spot zu treffen. Ja, ich meine, wenn ich meine Kanone nach oben nehme, worauf schießt die jetzt? Okay, der Emil, du, war der durchgeschossen? Ah, okay, cool. Man muss also aufpassen. Er kann auch unter der Kanone durchballern. Oder zumindest die Kanone von unten durchschlagen. Oder Kanone kannst du ja nicht nennen. Turm ist das eher. Was ich merke, dass die, ist, dass die Turmgeschwindigkeit sehr niedrig ist. Seht ihr das? Also die Drehgeschwindigkeit ist so nicht so schlecht, aber die Neigegeschwindigkeit ist äußerst schlecht. Jetzt mal gucken, wo schießt er drauf? Ah, da wird er nicht viel machen können, ne? So, zack. Jetzt hat er die Seite präsentiert. Der andere snipet da immer noch, ist der Achter, ne? Hier vielleicht einen Schuss in die Mitte geschlänzt. Also ich glaube, eine beschädigte Kanone wird hier relativ häufig der Fall sein. Okay, uiuiui, jetzt werde ich aber hier rechts, links, vorne und hinten durchschlagen. Habe ich gerade weggesniped von irgendwo da drüben. Tatsächlich. Ja, der Gunner sitzt natürlich auch hier oben drin. Ja, also man muss sehr vorsichtig sein. Also unzerbrechlich sind die Dinger nicht. Schießen und dann sofort nach oben, aber auch nicht allzu weit nach oben. Ah, interesting. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr beruhigt. Ja, das ist, glaube ich, mal Fakt. Sehr beruhigt, dass man die Fahrzeuge nur dann gut spielen kann, wenn man sich auch anstrengt. Oder wenn man halt, ja, wenn man sich Mühe gibt. Das sieht so schlecht aus, Mann. Und es ist nicht nur ein dummes Halldown-Gestehe ist, wie mit manchen anderen Emil-Panzern beispielsweise. Oh, der war sexy da. Alright. Der lädt erstmal nach. Drüben vielleicht jemand? Nee? Nee? Der Lighthank? Du? Nee? Ich kann deine Wanne sehen, du. Zack. Nimm ich ihn raus. Zwei Hyros waren ein bisschen lucky, ne? 360 Alpha, nicht vergessen. Jetzt haben wir hinter uns diesen Standard. Also die Performance der Kanone ist wirklich nicht verkehrt, ja. Aimtime ist nicht verkehrt. Macht mal ruhig, Jungs. Macht mal bitte ruhig. Ja, das ist äußerst schwierig, da diesen Weak Spot zu treffen. Oh. Ja, Gun Performance ist wirklich nicht schlecht. Was juckt der Lighting hier rein? Was ist mit ihm denn nicht richtig? Gun-Performance ist wirklich nicht schlecht. Schießt den Schuss auf 3 Meter vorbei. Nice Meme. Ja, sobald man die Turmseite hat, easy pen. Gar kein Problem, dazu durchschlagen. Und ich denke, jetzt können wir hier sogar ein bisschen offensiver spielen, weil unser Team im Süden Druck macht. Ich könnte alternativ auch versuchen, den Skoda da zu pushen. Ja, hochfahren möchte ich eigentlich noch nicht. Da fehlt auch noch ein Jagd-E, fällt mir gerade auf. Ich geh mal den Skoda da besuchen. Muss jemand von euch mitkommen? Ah, da kommt ein Emil mit. Ey, wir haben ja auch einen Emil. Junge, wo warst denn du unterwegs? Die ganze Zeit in der Base gecampt oder wo? Oder wa? Okay. M4, entspann dich mal. Nee, M6 ist das. Was, wer ist denn der M6 jetzt? Ach, das ist der 9er. Ach, das ist 9er und 10er da in der Mitte. Ah, gut, verstanden. Tracken.
den Boy. So, mal gucken. Halt down, so im Sidescrape so leicht. Was passiert denn? Oh, sorry, sorry, sorry. Okay, gut. Ja, klasse. Ich komme immer noch nicht auf das Aussehen klar. Das wird wirklich eine Weile dauern, bis ich das als Panzer akzeptieren kann. Allein wenn man dieses Panzer-Icon sieht, einfach so eine aufgesetzte Haube auf ein bisschen Wanne, mehr ist es nicht. Und dazu ein ewig langes Rohr. Na gut, jetzt versuchen den VK zu bekämpfen. Der jagt, der chillt da hinten, der hat sich da eingenistet. Das ist sein Brutplatz. Der wird auch nicht auf mich schießen können, der ist beschäftigt. Und der Rest ist gespottet, na dann. Moin. Na du? Möchtest du tanzen, VK? Ich tanze gerne. What the fuck is that? Oh, da hat der FV den rausgeklatscht. Huhuhu. Minus. Ja, und er fährt nochmal drüber, einfach nur, weil er es kann. Jawohl. Jetzt möchte ich nochmal das tankige Setup testen. Das heißt, große Kanone drauf mit 440 Alpha und 252 Pen bzw. 300 Pen. Und auch keine APCR mehr als Standard, sondern eine AP. Also man soll mehr in den Nahkampf gehen. Gleichzeitig habe ich noch den Turbo für eine Härtung ausgetauscht. Das heißt jetzt maximale Überlebensfähigkeit hier. Ja, da freut sich natürlich die Adi direkt. Neuer Tank. Oh, wie schießt sich's darauf? Die Kette bleibt liegen, aber das Ding fährt weiter. Ei, und der gegnerische M5 ist schon am Start. Wir haben in der Mitte einen E3 und der sollte dem ordentlich einheizen können. Ganz genau so. Gucken, Heat. Geht er nicht wirklich durch, ne? Okay, aber mit dem E3 da drüben fühle ich mich relativ sicher und denke, ich könnte hier oder kann durchaus weiter aufrücken. Jawohl, vielleicht auch nicht, oder? Uff, ja, wenn der so steht, ey, ist schon echt ätzend, da was zu treffen, ne, von ihm. Also, Weak Spots zu treffen, meine ich damit. Jawohl, er tradet sich einfach weiter weg. Mach das mal, mein Bester. Ignorierst du den E3 einfach, der dir jedes Mal ein Drittel deiner HP abzieht? Ich glaube, er möchte beweisen, dass er der bessere Yo-Panzer ist. Hm. Gut. Das hat ja hervorragend geklappt. Alright, na dann. Kann jetzt hier ungestört in die Mitte snipen. Sie habt schon gesehen, in so einer Situation, wo das Fahrzeug die maximale Gun Depression nutzen kann, ist wirklich schwierig, ihn zu durchschlagen, ne? Weil man sieht halt einfach nicht viel von ihm. Und dann ist oben noch viel im G und Viewport und anderes. Das heißt, die Silhouette von dem Weakspot oben zu erkennen, ist halt nicht allzu einfach. Na gut, genau darin soll halt auch die Stärke liegen. Oi, das war ein bisschen lame, dass der vorbeiging. Ich werde gleich weiter pushen. Was war das? Das war der E4 aus der Basis. Oh, der Panzer 7 ist aufgerückt. Okay, der ist jetzt ein bisschen uncool. Ich frage mich auch gerade, warum wir 5000 Leute da hinten campen haben. Zack, raus mit dem Jochen. Was ist denn das hier bitte? Oh ja. Okay, gut. Ihr wollt's Piano angehen. Hab's verstanden, Team. Hab's verstanden. Die freut sich hier über den neuen Tank. Okay. Panzer 7 kommt wieder. Schön Halldown hier. Turm nach oben. Und dann kann er eigentlich nur blöd gucken. Mehr kann er dagegen nicht tun, nehme ich an. Unser Panzer 7 Sniper da hinten. Alter, was ist denn hier los gerade in der Runde? Na gut, dann müssen wir einfach nur chillen, abwarten. Ich habe schon 3500 Unterstützungsschaden, okay. Der E3, der hält da einen nach dem anderen rein. Jawohl. Ich gerade offensiv hier unten in den Halldown reinzufahren. Alter, der E3, wie viel Damage hat er? 5k, 6k? Ich fahr mal zu dem, oder spiel mal gemeinsam mit dem Kranwagen, fahr mal hier unten rein. Wir versuchen die Gegner hier ins Kreuzfeuer zu nehmen. Wo ist denn der Panzer 7 hin? Hätte sich komplett rausgezogen. Ja, scheint so. Na dann.
Ach, der hatte ja auch schon fett kassiert. Hat er überhaupt nichts mehr. Naja, auch wenn 300 Pen, meine ich, auf der Heat jetzt nicht das Beste ist, was Tier 10 zu bieten hat. Alle Male ausreiten noch für so eine Panzer 7 Wanne. Oh, oh, hallo, hallo, hallo. Okay. Mit der Genauigkeit werde ich da nicht viel treffen. Aber passt, E4 sniped da fleißig und fröhlich. Waffel sitzt auch noch dort, wie erwartet. Noch mehr Assist, okay. Okay, noch mehr Assist. Ja, wie viel soll es noch werden? Noch mehr, okay, fast 5000 Assist. Für mich hier gerade wie so ein Medium. Aber ich denke, auf der Map hätte tatsächlich auch der Mobilitätsbild etwas mehr gepasst. Es steht auch 11 zu 1. Und wir können hier einfach nur durchpushen. Ganz entspannt. So, Skoda Boy. Auch deine Reise geht hier zu Ende. Den Waffenträger. Kann ich sogar nachher eh laden. Und dann den E4 nach rausholen hier. Ja, ganz entspannt. Ja, was sage ich zu dieser, zu der größeren Kanone, nenne ich es mal. Puh, fällt mir gerade schwer, irgendwie da einen Fazit. Ach, das war ja lost. Okay, ich wollte ihn unbedingt tracken und dann Trackshot für Zero. Das hat sich gelohnt. Fällt mir gerade schwer, ein Fazit zu der Kanone abzugeben. Müsste man mehr testen. Aber definitiv nicht die beste, aber jetzt auch nicht eine krasse Potato-Kanone. Also geht, ja, ist okay. Der E3 hat 7k Damage gemacht, die ganzen Heavys da gefarmt, die da ankamen. Verstehe auch unsere Heavys nicht, warum die gesniped haben. Okay, gut. Kann ich die einführende These hier bestätigen? Sind das Panzer, die der Meta einfach nur schädigen werden oder schaden werden und die einfach halt down sitzen, nicht auszugraben sind und in allen anderen Eigenschaften auch überleben sind. Überlegen meine ich. Jein. Der Achter, oder man muss erstmal differenzieren, ne? Der Achter ist bei weitem nicht der Zehner. Die spielen sich komplett anders. Der Zehner ist um einiges mobiler, hat auch eine mobilere Kanone, sage ich mal. Und der Achter ist eher so noch der tankigste von den dreien. Ja. Beim Achter ist es den sich relativ gut gebalanced. Ne? Bei dem liegt der Fokus oder die Stärke ganz klar auf der Panzerung. Meines Erachtens nach ein bisschen zu viel Panzerung, weil selbst mit Premium-Muni machst du ja gar nichts, wenn das Ding halt down steht. Ja? Hätte das Ding jetzt grottenschlechte Mobilität, also wäre das so ein Turnwaren-Ding, könnte ich es verstehen. Aber groß Game-Breaking oder so ist er jetzt nicht. Da gab es schon Schlimmere. Beim Neuner, hier bin ich mir eigentlich am unsichersten, ob das Ding überhaupt groß was zu bieten hat. Die Kanone ist okay, aber macht jetzt nicht sonderlich was her, zumindest die große Kanone. Kann mir jetzt hier nicht vorstellen, dass die kleine mit 320 Alpha da groß den Panzer wird verändern können, weil von allen ist er, glaube ich, der am wenigsten tankigste hier oben mit den riesen Turmluken drauf und auch mit der größten Wanne von allem. Also ich denke mal, der Neuner ist vielleicht hier nicht der Sweet Spot. Ja, bei vielen anderen Reihen ist der Neuner so der angenehmste, aber hier weiß nicht. Soweit erstmal mein erster Eindruck. Ja, vielleicht ändert sich der auch noch, wenn ich die Panzer mehr gespielt haben werde. Ja, und beim Zehner definitiv kein Hulldown-Monster wie ein Kranwagen oder einen Chieftain. Klar ist das Fahrzeug Hulldown schwer zu durchschlagen, aber was dieses Fahrzeug nicht hat im Vergleich zu einem Kranwagen oder einem Chieftain, ist zum einen die Mobilität. Also Mobilität ist nicht verkehrt, aber ist jetzt nicht ganz so gut wie bei den anderen beiden. Und er hat nicht die Feuerkraft. Ja, der Kranwagen hat 440 Alpha, genauso wie der, aber einen 3-Schuss-Autoloader mit sehr guter DPM, was schon mal den Panzer deutlich nach hinten abfallen lässt. Ja. Und der Chieftain hat einfach viel besseres Gunnelling, bessere Munition an sich, bessere Genauigkeit und so weiter. Also in der Hinsicht ist der Chief auch nochmal besser und das Ding stinkt da auch nochmal ein bisschen ab gegen. Aber verstehe es nicht falsch, das beruhigt mich. Ja, niemand braucht da einen Single-Shot-Kranwagen, wenn man so möchte. Das ist in Ordnung. Sollen die ihre unpenetrierbaren Türme haben, ist mir recht. Ist natürlich ätzend, gegen die Fahrzeuge zu spielen. Das, was ich anfangs erwähnt hatte. Niemand hat nach solchen Tanks gefragt, ist nicht das, was das Spiel im Moment braucht, meines Erachtens nach. Aber gut, ja, Hulldown eklig zu bekämpfen, aber es sind jetzt keine Panzer, die man nicht pushen kann, weil sie unmenschliche DPM haben oder vor denen man im Medium nicht weglaufen kann, weil sie einem mit 60 km/h hinterherfahren. Ja. Von daher grenzwertig, sage ich mal, aber immer noch im Rahmen. Ja, das wäre mein erstes Fazit hier zu diesen Panzern. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst mir gerne euren ersten Eindruck, eure erste Meinung zu diesen Fahrzeugen in den Kommentaren da. Ich freue mich immer, von euch zu hören.
Den Bewerbung nicht vergessen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.